Ausbildung habe ich auch einen Roboter selber entwickelt. Der heißt John Z. The Dancer. Und ich hatte sehr viel Spaß dabei, weil ich sowas noch nie in meinem Leben vorher gemacht habe. Ich bin Parul, ich bin 25 Jahre alt und mache gerade eine Ausbildung zur Kauffrau für Digitalisierungsmanagement. Ich sehe mich als Allrounder, ich arbeite gerne in einem Team, aber kann auch meine Projekte alleine durchziehen. Der Frauenanteil bei uns in der Gruppe ist eigentlich sehr hoch. Wir sind eine Gruppe von 10 Schülern und davon sind 8 Frauen und 2 Jungs. Schwerpunkt der Ausbildung ist die Analyse von Prozessen und Daten, um Geschäftsprozesse zu optimieren, zu verbessern und daraus abgeleitet Effizienzsteigerung innerhalb des Unternehmens zu betreiben. Das kann also sein, sich ein Tool anzuschauen, zu überarbeiten, auf die neuen Bedürfnisse anzupassen. Das kann auch bedeuten, externe Kunden zu beraten, deren Prozesse zu analysieren, daraus neue Maßnahmen abzuleiten. Wir arbeiten ja auch mit den Technikern zusammen im Vertrieb und die gucken natürlich die technischen Aspekte, ob soweit alles in Ordnung ist. Und ich bin gerade in der kaufmännischen Abteilung vom Vertrieb und da geht es ja um, dass die Zahlen soweit in Ordnung sind. Und dann bin ich auch meistens immer bei den Projektdurchsprachen dabei, was in einem Projekt halt das Wichtigste ist. Außerdem ist die Beschaffung von IT-Produkten und Dienstleistungen ein Schwerpunkt der Ausbildung und das alles unter Berücksichtigung der IT-Sicherheit und des Datenschutzes. Also wenn ich so ehrlich bin, habe ich ja diesen Beruf deswegen gewählt, weil es ja zukunftsorientiert ist und das finde ich ja einer der coolen Sachen in der Ausbildung, dass man auch selber halt diesen Freiraum hat, selber was zu entwickeln oder zu gestalten. Also wir führen zusätzlich zum Berufsschulunterricht eigene innerbetriebliche Unterrichtseinheiten durch, um gewisse Digitalisierungsthemen wie Data Analytics, Grundlagen der Digitalisierung, auch technologische Grundlagen, KI, neuronale Netze und so weiter zu vertiefen und auf die betrieblichen Anforderungen anzupassen. Also ich finde das mega gut, dass viele Frauen sich auch jetzt für den technischen Bereich interessieren und ich fühle mich auch nicht mehr alleine. Wenn du Spaß hast am Suchen und Finden von IT-Lösungen und in einer zukunftssicheren Branche arbeiten möchtest, ist die Ausbildung zur Kauffrau für Digitalisierungsmanagement genau das Richtige für dich.